Was heute losgeht, möchte ich mich bei euch bedanken, ihr Lieben. Bei allen Supportern, Subscribern, Abonnenten und Kanalmitgliedern. Denn, sind wir mal ehrlich, ohne euch wäre das Ganze hier auf Twitch und YouTube mit diesem vielen, vielen Content überhaupt nicht möglich. Vielen, vielen Dank und viel Spaß mit dem Video. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge State of Survival. Heute mit dem Thema Helden-Spezialtraining. Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr auch in älteren Staaten spielt, in dem es dieses Feature nicht gibt, dass man doch relativ viel Zeit damit zubringt, Gefechtsbücher zu sammeln, um diese dann hier, obwohl es hier das neue Interface gibt, doch sehr mühselig auf alle Helden zu verteilen und diese in ihrem Level zu erhöhen, ja. Was dann natürlich schöne Werteverbesserungen gibt, ja. Gerade für die Erkundungsmission ist das sehr angenehm, aber man doch relativ viel Zeit dafür aufbringt, alle Helden damit entsprechend zu versorgen, und man braucht auch eine entsprechende Menge an den Gefechtshandbüchern, um alle Helden auf Level 60, 70 oder sogar 80 zu bekommen. Für die neuen Staaten, wobei das mittlerweile schon recht viele sind, gibt es jetzt dieses neue Feature, das Helden-Spezialtraining. Zugang dazu erhaltet ihr über den Heldenbereich. Das sieht dann hier unten so aus. Und freigeschaltet wird das Ganze ab Level 15. Also quasi Hauptgebäude, deswegen hover ich so ein bisschen hier drüber. Hauptgebäude 15 und Heldenbereich 15. Und dann könnt ihr ganz einfach hier reinklicken und seht dann hier schon, auch wenn ihr zum ersten Mal reinklickt, dass hier die drei Helden automatisch vom Spiel ausgewählt werden, die euer höchstes Level haben. Ja, in meinem Fall hier sind das Lucky, Nicola und Maddie. Und hier in der Seite quasi eine Übersicht darüber, welche Helden gerade das Spezialtraining besuchen. Das sind am Anfang fünf freie Plätze, und je höher ihr euren Heldenbereich levelt, beispielsweise bei 17 und 19, gibt es hier neue Plätze, um eure Helden hier zu verbessern. Wie verbessert ihr die? Das ist relativ simpel. Ihr fügt die Helden hier einem Raum hinzu, beziehungsweise einem Slot. Und automatisch erhöht sich das Level in Blau entsprechend des niedrigsten Levels unseres Ausbilders. Oder des Levels unseres niedrigstleveligen Ausbilders. Das heißt, wenn Lucky und Maddie jetzt schon Level 80 wären und Nicola immer noch Level 41, dann wären alle anderen auch Level 41. Das heißt, es macht Sinn, sich drei Helden auszusuchen und diese gleichmäßig hoch zu leveln. Und alle anderen Helden könnt ihr theoretisch hier über dieses Spezialtraining im Level mitziehen. Das heißt, ihr könnt ungemein viel Zeit sparen, in der ihr normalerweise die Gefechtsbücher verwenden würdet. Und ihr braucht auch nicht so viele Gefechtsbücher, denn wir haben hier schon einiges an Platz, je nachdem, wie weit wir eben unseren Heldenbereich gelevelt haben. Wenn ihr jetzt sagt, oh, ich habe aber schon auf fünf oder sechs Helden meine Heldenbücher verteilt, ja, und das ist ja quasi dann eine Verschwendung, dann könnt ihr einfach hier über die Levelrücksetzung gehen. Ihr seht das jetzt, ich habe quasi nur noch in drei Helden investiert. Wenn ihr jetzt aber auch noch in Helden wie zum Beispiel Jane Gefechtsbücher investiert hättet, dann würde sie hier auftauchen, ihr könntet sie entsprechend auswählen und ihr würdet dementsprechend die EP zurückbekommen und könntet sie auf eure drei stärksten oder auf die drei, die ihr eben als Ausbilder festlegen wollt, verteilen. Ja. Das kostet auch nichts, das kann man beliebig oft machen. Das ist kein Problem. Es ist auch völlig egal, ob hier, wie bei mir, drei legendäre Helden die Ausbilder sind. Die Werte werden dadurch nicht besser, wie beispielsweise bei drei epischen Helden oder bei zwei seltenen wie Ghost und Rusty, die hier platziert wären. Das Spiel platziert doch automatisch immer drei Helden. Und ihr könnt hier quasi nicht manuell irgendwas verändern. Verändern könnt ihr insofern, indem ihr beispielsweise sagt, nö, ich will jetzt nicht mehr Nicola haben, warum auch immer, und ihr setzt ihn zurück und levelt einen anderen Helden entsprechend hoch. Ja. Diese Räume hier, ihr seht das, die können auf Cooldown sein, beziehungsweise diese Slots. Das ist immer dann der Fall, wenn ihr einen Helden aus dem Spezialtraining herausnehmt. Dann seht ihr, das Level geht zurück auf Ausgangsniveau, nachdem der Held den Trainingsraum verlassen hat. Und in 24 Stunden kannst du den Trainingsraum erneut, dem Trainingsraum erneut Helden zuweisen.
Warum ist da ein Cooldown drauf? Das ist ganz klar, so ein Trainingsraum, wenn da ordentlich trainiert wird, ja, da wird geschwitzt, da geht auch mal was kaputt. Da müssen erstmal die Putzfrauen rein, da muss gereinigt werden, da muss desinfiziert werden. Ja. Ich denke, ihr versteht das. Man kann das Ganze beschleunigen, indem man 500 Biocaps ausgibt. Dann kommt halt quasi die Putzelite, wischt da einmal schnell durch und innerhalb von 5 Sekunden, zapp, zapp, alles wieder blitzeblank und ihr könnt einen neuen Helden zuweisen. Ansonsten, wenn ihr mehr Platz braucht, dementsprechend geht das über das Leveln eures Heldenbereiches. Und für noch mehr Infos könnt ihr hier oben auch auf das kleine Fragezeichen drücken. Ja, da steht dann auch nochmal im Grunde etwas vereinfacht drin, was ich jetzt gesagt habe. Ganz wichtig, wenn ihr einen Helden zuweisen wollt, dann muss der in eurer Siedlung sein. Der kann nicht quasi von unterwegs aus dem Spezialtraining beitreten. Ist ja aber kein Problem. Im Normalfall haben wir unsere Helden ja mal ein paar Minütchen zu Hause, ne? Was man auch noch erwähnen möchte, ist, das Ganze ist hier auch rangunabhängig. Das heißt, nur weil meine drei Helden hier jetzt Rang Major sind, werden nicht auch die Ränge der zu trainierenden Helden entsprechend angepasst. Ja, das funktioniert immer noch nach wie vor ganz klassisch über das Heldenmenü hier. Und hier können wir dann unsere Helden verbessern. Selbiges gilt auch für die Fähigkeiten. Auch diese werden durch das Spezialtraining nicht verbessert. Das macht ihr immer noch ganz normal. Was haltet ihr von diesem Feature? Gefällt es euch? Würdet ihr euch irgendwas anderes wünschen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüsschen!